I can still find my way to the mine. Ah, ja, ja. Verlass das Haus bitte. Und er hat die Tür mit einem Schlag aufgebrochen. Das heißt, es hilft nicht scheiß, die zuzuschließen. Geht bitte raus. Oder meint ihr, findet das lustig? Jetzt im Ernst, geht weg. Geht. Alter, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ist wie so ein penetranter Vertreter, nur dass der dir noch die Tür einbricht. Los, los, los. Mach bitte ein bisschen schneller. Da unten ist wieder die Brücke. Scheiße, ist glaube ich nicht die gleiche, oder? Müsst jetzt hin? Oder? Scheiße, nein, das ist ein Baumstamm, ist gar keine Brücke. Oh. Lauf. Lauf einfach. Lauf. Pisser. Hör auf! Da können wir, glaube ich, machen, was wir wollen. Der trifft uns. Scheiße. Komm, schieß nochmal. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Hahaha. Was? Oh, bitte nicht schon wieder. Hört mal auf. Seid mir alle zu anhänglich. Oh shit. Was? Was? Oh, Bandage. Ist gerade ein wirklich mühsamer Spaß. Alter. Hey, spinnst du? Also die Frage erübrigt sich, aber hört auf damit. It's okay. We have you.
the gospel isn't done yet. You'll report your own resurrection. You will complete your gospel. Nein, was müssen wir noch alles ertragen? Don't! Please, don't! Please, don't! Please! Oh, you crazy motherfuckers! Oh, God! Scheiße. Uma Thurman würde hier leicht rauskommen, falls die den Film Kill Bill kennen. 1 und 2. Gott sei Dank haben sie mich nicht tief begraben. So will wirklich keiner sterben, lebendig begraben. Dafür, das ist sehr nett. Geh weg, Spinnenmensch. Nee. Nee, das ist so ein Feind, wenn man ihn nicht anschaut, kommt er näher. Ich hasse diese Art von Feinden. Alter, du bist so eklig. Darf ich das bitte kurz lesen? Ich habe Angst. Ich riskiere es mal. Dies hier ist mein Bruder, gebrochen und getötet. Hieran lernt seinen Reiter Nick, weil seinen fehlenden Finger ihn Wein vergießen ließen. Es war ein schreckliches Unrecht. Ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn best behandeln. Weg, 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 weg. Okay, der macht mir was. Autsch. Wir haben irgendetwas übersehen. Scheiße. Irgendeine Notiz oder etwas. Hört ihr das? Das macht so richtige grausame Schlabbergeräusche. Wo müssen wir denn hin? Hä? Hey? Der verloren und vergessen im Wald. Na toll, hier hat's noch mehr von denen. Los. Weiche von mir. Die sind so hässlich. Boah, sehr gut. Batterie. Oh mein Gott, ein langer Text wieder. Oh je. Hat gar kein Kapitel hier. Erstens, freut euch, o ihr Beuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen, euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes.
Zweitens, dieser Täufer erscheint wie ein Kind, in jeder Hinsicht, bis auf sein Glied, ist deshalb der Liebling des Propheten Sullivan Knopfs. Drittens, und Knopf sprach zu Laird, was wünschst du dir in deinem Elend? Viertens, und Laird sprach, ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Fünftens, und Knopf sprach, dein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du sollst nur deine eigene Erlösung erfahren. Sechstens, und Laird sprach, wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Siebtens, und Knopf ruft, Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet, und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Achtens, und Laird sprach, ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre, doch unbefleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Neuntens, und ich sah und wusste, ich sah den Erlöser der Bäuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Zehntens, und Ezekiel sprach erneut zu Laird, sieh, das Lamm heile die Kinder verfaulter Schwänze und verderbter Schöße, und ich sah die vielen Kranken und die, die von Teufeln und unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Elftens, und ich, Laird, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde, für jene, deren Lust ihnen Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Zwölftens, und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, so dass jeder, der im Land verbleibt, Butter und Spirituosen habe. Dreizehntens, und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt. Ach du Scheiße. Vierzehntens, und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinen Dornen befreien und mit der Hacke in der Erde begraben. 15. Und die Bäuligen werden sagen, wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünde verheert. Also muss der herrliche Laird sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass sie nicht vergessen. Es ist eine große Tat, einen Mann zu ermüden. Doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? 16. Und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt. 17. Und der bäulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden. Und jene Kranken sollen ihn Immanuel nennen. 18. Und der bäulige Messias wird sprechen, dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheilt. Wer von meinem Fleisch isst, dem sei das ewige Leben. 19. Und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt. Einen Moment. Oh, schon wieder niesen. Entschuldigung. Von dem Text muss ich gleich niesen. Bin allergisch auf den. Ist mir zu viel blödsinniges Geschwafel drin. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Der hat sie gehängt, einen von denen. Was macht das überhaupt für einen Unterschied? Das ist doch alles einfach Wahnsinn. Okay, da kommen wir nicht drüber, aber auch nirgends unten durch. Wo geht's denn lang? Hier geht's lang. Interessant, das kannte ich noch gar nicht. Müssen wir das können? Scheiße. Kante schauen.